So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Die Woche beginnt mit stärkeren oder mit leicht stärkeren US-Futuren. Und nachdem hier der Risikohinweis gelesen worden ist, höchstwahrscheinlich oder auch bekannt ist, schauen wir gleich die asiatischen Märkte an. Gestern im Wochenendvideo war das hier noch zu interpretieren wie ein kleines Verkaufssignal, aber nur wenn eben eine Bestätigung folgt, also frühestens unter dem Tagesschlusskurs, der jetzt hier bei 22.693 war, und dann sollte auch die Kerze darunter schließen. Aber wie man hier sieht, kam überhaupt kein Kurs unter dem Freitagstief zustande, sondern ja, er hat im Hoch fast exakt die 23.000 Punkte Marke voll gemacht, 22.096. Also hier sind einfach die Bullen weiter am Werk und ohne eine, ja, wie gesagt, doch so eine echte Kerzenverkaufsformation kann sich das jetzt hier dann doch noch nach oben ausdehnen, nachdem hier wirklich eigentlich alle Kursziele von hier unten eigentlich abgearbeitet worden sind. Also hier gibt es keinen Verkaufsdruck noch zum Wochenbeginn, zum Wochenanfang. Der Nikkei-Index, da war hier noch ganz klar die letzten Tage immer noch die 200-Tage-Linie wird ins Spiel gebracht, nachdem es eben hier schön von der Unterstützung von der 16.000-Punkte-Marke nach oben abgeprallt ist, der Index. Und hier kann er sich, aber ich schaue mal doch lieber nochmal, ich switche noch mal einmal hin und her. Ja, bleibt unter dieser Linie, unter dieser 200-Tage-Linie. Sieht hier wirklich danach aus, als wäre der Index hier fertig. Aber klar, hier gibt es eben auch in dem Sinne bestätigte Verkaufssignale definitiv halt auch noch nicht. Sonst von den Aktien liefen eigentlich ja jedes so ins Plus, jedes relativ so gewollt. In Heidelberg Zement sogar noch ein bisschen trübert, was ich dann nicht gedacht habe. Zu denen, was nicht lief, waren die Forex-Setups. Kann man auch hier nochmal kurz anschauen. Der 4-Stunden-Kerze zwar interpretiert, dass hier möglicherweise ja ein Fehlsignal vorliegen könnte, blieb aber drin, ist man hier ausgestoppt. Genauso war, oder ja, seit langem hier das australische Dollar, kanadische Dollar Setup mit der Kerze. Hätte man theoretisch hier hochsetzen können, den Stopp. Ich blieb hier unten, wurde ausgestoppt und ja, ist man halt jetzt hier ein Minus-Trade, aber ich schaue jetzt hier mal Tageschart an. Im Prinzip ist hier der Aufwärtstrend noch intakt. Es wäre hier nur ja viel schöner gewesen. Es wäre halt hier eine Umkehrkerze entstanden, um dann nochmal nach oben zu gehen. Wer jetzt hier vielleicht noch drin ist, ja, könnte den Stopp ein Stück unten absichern, eben an dem letzten Tief hier, aber oder die 200-Tage-Linie im 4-Stunden-Chart als Orientierung benutzen. Also ein Rücklauf, denke ich mal, an die Unterstützung gibt es sicherlich. Und wenn man da hier mit etwas weniger Verlust rauskommt, ist ja vielleicht auch was noch. Sonst neue Forex-Setups habe ich noch nicht. Ich habe mir hier nur den Silberpreis nochmal angeschaut. Wenn man hier etwa die Tiefs verbindet, dann kommt man hier auf einen, ist im Prinzip ja, eher egal, wo man jetzt die richtig anlegt, aber jedenfalls auf dieser Unterstützungslinie, wo dann auch die 200, der EMA 200 im 4-Stunden-Chart verläuft. Diese Unterstützung sollte eben auf Schlusskursbasis nicht aufgegeben werden. Sonst droht hier dann noch ein Rückfall an das dritte Kauflimit, welches noch nicht aktiviert ist. Denn man sollte hier mehr den Goldpreis betrachten, auch wenn die jetzt unterschiedlich laufen.
Hier gibt es auch eine obere. Ja, wenn man hier noch mal kurz den Silberpreis. Hier gibt es auch zwei Trendlinien, die den Kurs begrenzen. Und hier ist definitiv auch eine obere Begrenzungslinie mit einem horizontalen Widerstandsband. Also wenn das geknackt wird, dürfte der Gold definitiv das Hoch von Juli sehen, beziehungsweise auch eher sogar Richtung 14.000er Marke nach oben. Ja, und die 14.000, die 1.400 Punkte Marke, nicht die 14.000er, die 1.400 Punkte Marke anvisieren. Sonst unterhalb der Marke wird hier noch eher, wenn man hier jetzt im Tageschart umschaltet, könnte eben hier die 1.300 Punkte Marke angelaufen werden, eher eben knapp darüber. Zum DAX oder beziehungsweise auch zum SDAX und MDAX, die habe ich noch betrachtet. Schauen wir aber erstmal kurz den DAX an in der Indikation. Hier steht er bei 10.725 Punkten, obwohl jetzt ja die asiatischen Märkte definitiv keine Schwäche gezeigt haben oder keine besondere Schwäche. Kann hier der DAX im Moment noch, also vor 9 Uhr, ja, kein bullisches Eigenleben bis jetzt an den Tag legen, sondern eher es ist jetzt negativ. Aber die richtige Öffnung um 9 Uhr folgt ja noch. Also hier ist es auch schwer zu sagen, erst ja, unter 10.685, 84 könnte man hier eher einen kleinen spekulativen Short vielleicht ansetzen und darüber eher nicht, aber jetzt natürlich jetzt auf den Zug aufspringen würde ich im Index definitiv auch nicht, auch wenn es hier die Wochenkerze sehr bullisch ist. Höchstens eben bei einem Stunden-Schlusskurs, jetzt hier beim 4-Stunden-Basis war ja diese Marke hier, waren ja noch gestern die Ziele benannt worden, die möglicherweise eintreten können bei 10.000 860 Punkten hier. Der SDAX ist deutlich, ja, läuft deutlich besser hier. Konnte hier wieder eine obere Trendbegrenzungslinie erreichen und auch hier die Hochs schon lange rausnehmen, auch hier im Juni. Hier wäre höchstens was zu sagen unter 9.388 Punkten etwa. Da könnte sich dann eine etwas ausgedehnte Korrektur anbahnen. Oberhalb der Marke kann hier noch ein Hoch im Prinzip folgen oder darf auch noch folgen und darf die Linie eben leicht nach oben verlassen. Genauso wie jetzt hier die SAP-Aktie das so gemacht hat, hier nochmal. Move nach oben. Ja, das erinnert ja immer mehr an diese Bewegung und dann jetzt vielleicht eben nicht so eine steile Bewegung, die ich jetzt hier eingezeichnet hatte schon letzte Woche. Das kann sich auch dann hier nochmal so ausdehnen dann. Wie gesagt, ich stehe und ich würde gern schon auf so Gap Close stehen, aber hier wird sich höchstwahrscheinlich das nicht in den nächsten Tagen oder Wochen natürlich anbahnen, sondern eher Kurse über 73, 50 werden wahrscheinlich bleiben. Also da wird die SAP-Aktie nicht darunter gehen. Aber kommen wir dann noch zum Schluss zum MDAX. Der hat hier ein neues Allzeithoch erreicht. Konnte hier das Hoch rausnehmen, darf jetzt hier noch Richtung 22.000, ja, knapp über 22.000 Punkte tendieren und dann dürfte eben auch eine Korrektur folgen. Allerdings eben auch erst hier Umkehrkerzen auf Tagesbasis oder auf 4-Stunden-Basis abwarten. Das wird sich eher mit, ja, mit noch einem
schönen Move des Daxes einhergehen. Wenn der jetzt die 10.860 Punkte erreicht, dann dürfte hier der MDAX auch noch neue Höchststände erreichen. Und dann noch Mitte August jetzt zu einer Korrekturphase dann übergehen. Danke fürs Zuhören und wünsche allen einen schönen Tag und erfolgreiche Trades.